Take 17 heute Abend. Ja, Tag 17, genau. Nein, War nicht Spaß. einfach aufgenommen. Heute Komm, was hast du mitgebracht, wieder Flo? nächste Review, was wir machen. Ja. Spricht eigentlich falsch aus. Ich sag mal Review. Review hört sich besser an, oder? Review. Ja. Ja, auf jeden Fall heute. Jetzt wird's richtig zappenduster, wie die Tube. Oha. Den Spruch habe ich vorher nicht überlegt, der fiel mir gerade ein. War auch scheiße. Pass auf. Du hast hier noch keinen Blick vorher drauf geworfen, richtig? Nee, habe ich nicht. So, wir haben heute. Mir schon mal die Ärmel hoch. Ja, genau, mach dich schon mal warm. Mach dich schon mal warm. Come Wir haben nämlich heute vom unabhängigen Abfüller Signature Vintage aus der Unchilled Filtered Collection keinen 46-prozentigen, wie die das oft haben, sondern oh. Oh. 63% haben wir heute. Alter, das habe ich noch nie getrunken. So ein bisschen habe ich noch nie getrunken. Alter, Ja. eigentlich müsste ich dann die Dinger bis hier oben hochziehen. Das ist schon ein bisschen kriminell. Geil. Geil, ich freue mich. Ich freue mich gerade. Ja. Und zwar Okay. haben wir einen Cameron Bridge, 13 Jahre, exklusiv abgefüllt für whisky.de. Kennst du ja auch, den alten Shop. Und zwar haben wir hier ganz genaue Daten. Distilled on 4. Februar 2009, gebottelt am 14. Juni 2022. Insgesamt sind 652 Flaschen rausgekommen. Und das Ganze wurde vorgereift in Ex-Bourbon-Fässern, wie man es kennt, und gefinished in einem Second Fill Sherry Butt. Also wird diesmal ganz genau angegeben, das Sherry Butt, da war vorher quasi, abgesehen vom Sherry, schon mal andere Whisky drin. Das ist Ah, ein Second okay. Fill. Ach, Second Fill, Genau, okay. und dadurch Ja. sind die Aromen nicht mehr ganz so stark wie beim ersten Mal, aber Okay. Second Fill ist immer noch. Also man darf bis zu 9 Mal, glaube ich, habe ich jetzt heute zufällig gehört, 9 Mal ein Fass wiederverwenden. Aber ich glaube, selbst so ein Fourth Fill, also ein vierfach verwendetes Fass, ist eigentlich schon nicht so gerne gesehen in der Whisky-Szene. Ja, genau. Cameron Bridge ist heute wieder ein kleiner Exot, den wir hier haben. Es ist die ganz normale Signature Vintage Standard Liquor Flasche. Signature Vintage ist ein unabhängiger Abfüller. Diese Abfüllung kommt also nicht direkt von der Distillerie Cameron Bridge selber, sondern von Signature Vintage, ein unabhängiger Abfüller, der das Fass irgendwann mal gekauft hat von Cameron Bridge und das selber bei sich zu Hause gelagert haben und es abgefüllt haben. Bei Whisky Nerds sind unabhängige Abfüller sehr beliebt, weil es eben, abgesehen von den Standardabfüllungen, von denen wir ja schon ein paar getrunken haben, von derselben Whisky-Distillerie nochmal ganz neue Abfüllungen und Aromen auf einmal freisetzt. Genau. Signature Vintage, so ziemlich der größte Player in diesem Game, in den unabhängigen Abfüller-Game, zusammen mit Gordon MacPhail. Ja, diese hier, eine Flasche von Whisky.de exklusiv, haben wir schon gesagt, 2009er Jahrgang. Natürliche Farbe, wie es die Unchilled Filter Collection immer so mit sich bringt, nicht kühl gefiltert, was man natürlich bei 63% auch nicht machen muss. Ja. Die Farbe ist relativ hell. Ich kippe uns schon mal was ein. Ja. Ich gebe mir schon mal was ein. Ich kippe mal ein bisschen weniger ein. Falls du nachher noch was möchtest, kannst du dich einfach melden. Nee, Aber bei mache ich nicht. Aber das wird 63%. nicht. Ich glaube, es wird nichts. Aber ich bin gespannt. Vielleicht, also ich habe noch nie einen 63-prozentigen, glaube ich, getrunken mit dir. Oder? Ja, Weil selbst du ich bist die habe. einzige Person, mit der ich Whisky pur trinke. Ja, ist doch Also. okay. Du hast ja auch keine eigenen Flaschen. Nee, hab ich wirklich nicht. Kannst du mir meine schenken zum Geburtstag Du kannst übrigens. ja auch mal überraschen. Nach dem Motto: Ey, aber Flo, könnte ich auch schön, dass du machen. heute hier bist. Oh. Oder schön, dass ich beide sein Oh, darf. jo, Ich hat er habe heute recht. eine eigene Abfüllung mal mitgebracht, um mich zu überraschen. Vielleicht auch mal als Blindabfüllung. Als kleine Motivation. Ja, Mein okay. Ja, Junge. lass erst mal trinken. Ja, genau. Muss ich noch irgendwas sagen? 1824 gegründet. Gegründet von dem Whisky-Pionier John Hake. Wir haben hier einen Grain Whisky Mark, kein Single Malt. Aus Schottland, Das ist ja. ja kompliziert. Grain. Wir haben hier neben Grain. gemälzter Gerste auch anderes Grain. Getreide. Was ist Grain? Was ist Getreide drin. Grain? Grain steht einfach nur, dass irgendwie ein anderes Getreide da drin war. Grain ist Mais, Getreide. Weizen. Ist Grain Getreide? Ist einfach ein allgemeiner Begriff für Getreide, soweit ich weiß, ja. Okay. Wird nicht spezifiziert. So, und das ist damit, sagt man, nicht so hochwertig wie ein Single Malt. Cameron Bridge sowieso eine Distille, die nicht dafür gemacht ist, eigene Abfüllungen wie die hier rauszubringen, sondern die produzieren für andere Blends. Wie zum Beispiel Johnnie Walker. Das Zeug, was in Johnnie Walker drin ist, ist großer Anteil auch mit Cameron Bridge drin.
und auch zig andere Blends, J&B und wie sie alle heißen. Wet 69 habe ich auch noch nie getrunken. Mehr so, wirklich so Stoff für die breite Masse. Stoff. Muss nicht schmecken, muss wirken, nach dem Motto. Okay. Also, und die haben deswegen auch einen Outturn von 30 Millionen Liter im Jahr. Das ist viel, ne? Ja, es ist, glaube ich, Minimum das Doppelte von Glenfiddich, was ziemlich das Größte ist an Scotch. Glenfiddich kenne ich auch. Auch kennst du Glenfiddich? Das war mein erster Scotch, den ich getrunken habe. In diesen 30 Millionen Liter ist aber auch nicht nur Whisky drin, sondern auch hier, ich weiß, du willst unbedingt probieren. Ja, ich aber hab Bock jetzt und du bist, ja gut, ich erzähle den Leuten. Ich bin auch direkt fertig. Es ist ja wichtig. Das ist der erste Cameron Bridge und wahrscheinlich auch der letzte, den wir probieren. Die produzieren übrigens auch Gordon's Gin, kennst du das vielleicht aus dem Supermarkt? Ja, kenne ich. Und Smirnoff Wodka, kommt auch von denen. Produziert Cameron Bridge. Und gehört natürlich zum Großkonzern. Diageo, ne? Genau, ja. Hatte ich auch Aktien von, habe ich leider wieder verkauft. Ja, guck. Lief nicht. Wenn ihr Anlageberatung braucht, meldet euch bei Marc. Bestimmt nicht. Wenn es um Whisky geht, lieber nicht. Und wie gesagt, wir probieren jetzt mal ganz vorsichtig, würde ich sagen. Erstmal die Nase rein. Ach ja, wir müssen erstmal riechen. Ne? Genau, wie gesagt, ein Grain Whisky. Guck, ob du den Unterschied irgendwie merkst. Ja, rieche ich schon. Jo. Ich finde den überhaupt nicht stark in der Nase. Das ist krass, ne? Für 63%? Da hatte ich schon 40 oder 43%ige, die viel schlimmer an der Nase waren. Mhm. Ich finde den süß. Ich hätte jetzt gedacht, von der Nase her sind das 40%. Ja, es so kommt wirklich überhaupt nicht rüber, also muss ich auch dazu sagen. Was ist das für ein Mokka-Tee? Sieht ja nach nichts aus hier, ne? Von vorne. Ja, ist alles ganz schlicht gehalten. Ja. Also die Verpackung ist schon mal scheiße. Ja, gut. Also nicht ansprechend zum Kaufen, finde ich. Ja, oder? Aber das ist ja auch wie gesagt. Das muss ein Design sein, finde ich auch, ne? Ja, das ist ja auch für Whisky-Nerds, ja, sowas. Aber Auge kauft ja auch manchmal mit. Auf jeden Fall. Das zählt beim Whisky. Zählt beim Whisky sehr mit, da hast du recht. Ja. Hast du recht. Also, ja. Da ist irgendwas Modriges drin. Mhm. Irgendwas ist da so modrig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich sag so jetzt schon mal, die Leute werden jetzt wahrscheinlich schon sagen, hä, was labern die Jungs da? 63% Grain Whisky Cameron Bridge. 13 Jahre, Second Fill Sherry Butt, ja. Er hat sich ganz schön verändert. Er hat jetzt schon sehr viel oxidieren können in der Flasche. Sehr viel Sauerstoff ist rangekommen. Der war am Anfang schon schärfer. Aber dass er jetzt, wie lange ist die Flasche offen? Keine Ahnung. Schon mehrere Monate, ja. Aber dass er jetzt, ich finde ihn richtig cremig. Ja, der riecht super. Oder? Lecker. Ich finde nicht viel vom Sherry, ein bisschen. Aber ich finde, dass der Frucht Bourbon. Frucht habe ich aber auch nicht viel. Also Frucht habe ich gar nicht. Ich habe einmal so eine. Ich finde krass, dass die Nase so zum Ausdruck kommt und bin gespannt, wie leicht der Geschmack ist. Ja. Ohne was vorhin nehmen zu wollen. Ich kriege auch kein Holz, ich rieche keinen Rauch, ich rieche gar nichts. Ja, Holz kriege ich auch sehr wenig. Man merkt, dass die, Getreide... Ja, doch. Ich finde die Getreiderezeptur halt echt ungewohnt für mich jetzt. Es ist ungewohnt für dich logischerweise nicht. Ist jetzt nicht das, wonach ich strebe. Aber ja, er wirkt Stück weit geschmeidig. Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ja, wollen wir mal probieren? Pusser hier nochmal. Auf geht's! Danke jetzt hier. Uiuiui. Er stark. Alter Schwede. Uiuiui. Er stark. Alter Schwede. Boah. Heidewitzka, oder? Kriegt man Gänsehaut, oder? Hab ich nicht gekriegt, aber. Ich schon. Hui. Boah. Ich hab's quasi vermutet, dass der Geschmack jetzt halt ganz anders. Boah. Das ist geil, oder? Du hast so eine. Also das ist wirklich krass. So also eine, müsst ihr mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob er wirklich vom Geruch her anders wäre, wenn er eine volle, nicht aufgemachte Flasche jetzt wäre. Keine Ahnung. Ist bei sehr vielen Whiskys so, dass sie sich einfach verändern, ein Stück weit. Aber das, was ich hier gerochen habe, ist hier nicht im Geschmack ansatzweise vorhanden. Ja. Das sehe ich genauso. Ganz schön scharf. Ich mache jetzt mal noch ein Mini-Sip mit so einem riesen Glas, das ist auch egal, das Mini-Sip Wasser rein. Das macht man öfters mal bei Verstärken, dass man ein bisschen mit Wasser spielt, gucken, wie er sich verändert, die Aromen. Jetzt muss ich mich schütteln. Oh, okay, jetzt habe ich auf jeden Fall verwässert. Das war zu viel. Jetzt habe ich wahrscheinlich sogar weniger als 40%. Willst du mal machen? Meine? Boah, okay, jetzt riech mal. Mach mal den direkten Vergleich. Boah, jetzt kommt der Industriealkohol durch. Alter Schwede. Oder?
finde sie so. Mach mal einen direkten Vergleich, bitte. Also ich finde, jetzt geht er gar nicht mehr. Findest du keinen Unterschied? Doch, schon ein bisschen. Okay. Der ist halt leichter jetzt. Ja, leicht auf jeden Fall, ja. Aber ich kriege viel mehr ekligen Alkohol in der Nase. Ist das ein bisschen Kleber? Ja, einfach so Industriealkohol. Für mich ist das Ethanol pur. Also da merkt man, was das eigentlich für ein Zeug ist. Ja, boah. Nee. Ich habe das mehr so eine, ich habe irgendwie eine Vanillenote auf einmal gekriegt. Mhm, ja, okay, mit Vanille also, kann ich noch mitgehen, ja. So eine kleine Vanillenote auf einmal. Kann ich nochmal den direkten Vergleich bitte haben? Boah, also hier merkt man jetzt den Sherry im direkten Vergleich mehr. Der Sherry tut ihn, glaube ich, ganz gut. Hier habe ich Sherry gar nicht mehr. Die Modrigkeit ist noch stärker geworden als eben in der Nase. Die Cremigkeit ist komplett weg. Ist natürlich jetzt auch total verwässert, ist ja keine Frage. Aber oft gehen Leute her, um einen Whisky komplett auseinanderzunehmen und verdünnen ihn mal so auf 20%, um wirklich alle Aromen daraus zu kriegen. Deswegen verdünnt man und spielt man gerne mal damit. Ich gebe zu, so viel Wasser hatte ich noch nie in den Cameron Bridge hier drin. Ich probiere jetzt nochmal, wahrscheinlich ist er jetzt aber auch verwässert. Boah, der ist einfach scharf. Boah. Also wer den will ich, also weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den jemals mögen werde, weil es mir einfach zu stark ist. Oder? Ist, ja, ich, für mich ist er auch viel zu stark, ja. Ich habe ihn mir auch nur gekauft, das nur so als Randinfo. Ich habe mir schon gedacht, dass der nicht so wirklich schmecken wird, weil warum auch. Aber ich wollte gerne mal wissen, erstmal wollte ich einen Whisky von Cameron Bridge haben, von diesem Zugpferd der Whisky-Industrie, die so viel produzieren. Einfach nur mal gucken, wie das schmeckt. Hätte ich gerne in Ex-Bourbon-Fässern gehabt, damit ich den Grundcharakter mehr rauskriege. Jetzt hat er jetzt einen Sherry-Fass-Finish, okay. Aber er hat immerhin 13 Jahre, ein gutes Alter und wollte mal gucken, wie der ist. Und Nase okay, Geschmack bei mir fällt er durch, oder? Irgendwie unter der Lippe ab. Ich rechne ihn die ganze Zeit. Adstringieren nennt man das auch. Unten runter. Was? Ja, der zieht die Flüssigkeit raus. Boah. Der greift die Schleimhäute richtig an. Das also das muss das sein, hier Schleimhäute. Genau, deswegen ist das auch unser letzter Whisky heute Abend, weil danach brauchst du kaum noch was trinken. Die ganzen Geschmacksknospen werden angegriffen. Das war krass. Also wirklich cool, das mal geschmeckt zu haben und was du mal mitgebracht hast, aber meiner ist er nicht. Das war mal heute was Besonderes. So. Deswegen habe ich auch gekauft. Alles klar. Gut. Dann nächstes Mal wieder einen besseren. Ja, genau. Schauen wir mal, was ich noch so mitbringe. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschalten. Lasst einen Daumen hoch da und ein Abo bitte. Danke. Tschüss.